Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute ganz kurz gehalten. Ich laufe nur so eine halbe, dreiviertel Stunde einmal übers Feld. Keine langen Touren heute. Hab gar keine Zeit, aber ein bisschen was muss ich heute machen. Sonst ist der Tag so irgendwie so verloren. Was ich mache, was ein Wind. Was ich mache, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. So, jetzt mache ich mal die olle Rosario-Übung mit der Bank. Ich werde schon sehen, was das ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen gelaufen, so circa 10 Minuten, und jetzt kommen so ein paar Übungen zwischendrin. Jetzt geht's weiter mit der Lauferei. Jetzt wieder am Laufen. Gute 10 Minuten werde ich jetzt gleich hinter mich bringen. Dann mache ich wieder irgendeine Übung. Am besten Liegestütze. Liegestütze ist gut. Da oben an der Kuppe des Berges mache ich Liegestütze. Da bin ich 20 Minuten gelaufen. Und dann laufe ich wieder zurück und mache zwischendrin wieder eine Übung. Das ist eine gute Idee. Da habe ich eine kleine nette Tour gemacht. Und nochmal das Ganze. Mal gucken, wie weit. So, das war noch eine nette Sache. Ein paar Liegestütze gemacht. Jetzt wieder am Laufen. Ganz wichtig, zwischendurch relaxed laufen. Und nicht so volle Kanne heute. Und dann freue ich mich am Ende, dass ich nicht auf der Couch gesessen habe und Chips in mich reingefuttert habe. So wie du vielleicht jetzt da vorne, vor dem Bildschirm. Also aufhören mit Chips fressen, sondern mal irgendwas machen. Sit-ups vor der Couch, Liegestütze vor der Couch, irgendwas, oder ich zieh die Schuhe an und geh raus. Los! Schrei hier rum am Feld. Zum Glück ist keiner da. Jetzt wieder hier ein paar Liegestütze. Kurz vorm Ende, muss sein. So, und jetzt nach Hause. So, jetzt habe ich 38 Minuten ungefähr hinter mir gleich. Gleich bin ich auch zu Hause. Laufe hier noch Außenfeld raus unter die Unterführung. Und dann habe ich es geschafft. Eine kleine Runde gemacht. Mehr wollte ich nicht. Bisschen was getan heute wenigstens. Nichts Großes. Wir sehen uns wieder beim nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.